Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Frohe Weihnachten erstmal an alle nachträglich. Heute, wir gucken einfach mal wieder drüber, was geht. Ich habe recht aktiv gespielt tatsächlich die letzten Tage, auch wenn hier Family Stress war. Ich bin mittlerweile Level 90, wir gucken jetzt einfach erstmal drüber, was denn so geht. Jawohl, irgendwie so in die Richtung. Wir sind bei fast 4,8 Millionen Kraft, das ist halt ziemlich krass. Ihr seht hier, ich habe mir Ash Pikachu gegönnt. War nicht ganz billig, aber das war es mir dann tatsächlich doch wert. Haben noch ein paar nette andere Sachen gekriegt und viel Zeug zum Pushen natürlich. Haben auch durch die Lotterie, die zu der Zeit war, auch noch ordentlich Dias abgreifen können. Und ja, wir gucken auf die Pokémon jetzt mal ganz fix und ihr seht schon, ui, Arceus, 2,6, 2 Millionen Kraft, Celebi wieder auf Platz 2 und mein Rayquaza, ja, ist ein bisschen abgestiegen wieder. Liegt ganz einfach daran, dass ich hier die zweiten Fähigkeiten freigeschalten habe bei Arceus und bei Celebi. Sehr schön, habe hier auch die SS schon drauf bekommen. Sehr, sehr geil, gibt mega viel Kraft dazu, hätte ich nicht mit gerechnet, dass es wirklich so ausschlaggebend ist. Aber ja, da bin ich jetzt gerade am Farm hier, als nächstes wird dann Kyogre kommen. Fehlen mir nur noch, ja, so ein paar Dinge, das können wir auch nochmal gucken, ob wir da heute noch ein paar dazu bekommen. Und dann werden die hier Stück für Stück allesamt mit der Fähigkeit ausgestattet. Von der Kraft her, ja, wie gesagt, ihr seht schon, es ist halt schon ordentlich was passiert. Ich bin echt mittlerweile an einem Punkt, wo es echt schnell bergauf geht, was die Kraft angeht. Hier mein Capofala hat jetzt schon fast die 1 Million, also das, die letzten 75.000 Kraft ist echt nicht mehr viel, ne? Das geht echt fix. Und auch, ja, Grodan ist mittlerweile recht weit oben. Und ja, so nebenbei pushe ich natürlich auch hier das Pikachu. Ich habe hier auch das Event genutzt zum Wesentauschen. Ich hatte ein bisschen Pech tatsächlich. Ich habe das mit einem Minus Spezialverteidigung Wesen und Plus Angriff Wesen gezogen. Was halt natürlich total grottig ist. Also wirklich nur schlecht. Und da war ich sehr, sehr erleichtert, als dann das Event da war, um hier das nochmal umzutauschen. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Viermal hat es gedauert, 800 Dias habe ich investiert, nochmal, um dann hier das perfekte Wesen meiner Meinung nach drauf zu ballern. Denn das Teil soll einfach nur Damage ballern. So schnell wie möglich, so viel wie möglich, Damage, Damage, Damage. Genau, Geschwindigkeit, das ist halt eh, es ist sowieso schnell durch die Fähigkeiten und es ist halt, ja, hat auch, ich würde mal sagen, einen guten Base Speed. Ja, deshalb schön Damage in dem Fall. Kaporiki kommt natürlich irgendwann dann auch noch, aber erstmal kümmere ich mich hier um das Psychoteam und ja, es ist einiges noch zu tun. Aber es ist echt, ich bin echt auf einem recht guten Weg, ne? Fragmente sind mittlerweile auch schon wieder 1600 Unifragmente. Rein theoretisch könnten wir uns hier ein weiteres Pokémon beschwören. Und zwar habe ich ja gesagt, dass ich auf Meloetta gehen werde. Das denke ich, will ich auch immer noch machen. Die anderen, es gibt zwar auch noch ein paar andere, aber für Uni-Fragmente gibt es halt momentan eigentlich nur Meloetta, was in Frage kommt für die 1600 Uni-Fragmente halt, ne? Wir können mal gucken, was das für ein Wesen heute hat. Ich habe noch nicht geschaut. Ich bin heute auch nicht wirklich zum Spielen gekommen. Wir können mal gucken hier. Minus Angriff plus Verteidigung ist jetzt nicht das genialste Wesen. Ich denke, das werden wir dann irgendwann die Tage noch beschwören. Und dann haben wir auch, ja, schon teils unser Psychoteam fertig. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das zusammensetzen werde. Aber ja, das sollte auf jeden Fall da sein für die Instanzen auch. Und genau, so viel dazu. Wir schauen mal hier, was heute der Baum für ein Wesen hat. Neutral, denn den können wir mittlerweile auch beschwören. Haben die 200 zusammen. Wir refreshen das Ding mal hier für 50 Diamanten. Vielleicht kommt da ja was. Ah, wäre es andersrum. Naja, selbst dann wäre es nicht so geil. Wir machen das gleich nochmal. Wieder neutral. Einmal noch und ja, somit war es auch schon wieder. Morgen eventuell dann das perfekte Wesen. Vielleicht, ich brauche es nicht unbedingt, aber ja, es ist schon besser zu haben, als es nicht zu haben. Großgeschenk finde ich, ja, nicht ganz so geil. Also klar, für Leute, die Zygarde-Zellen brauchen, ist das schon ganz nett. Aber da ich nicht der Mega-Zygarde-Fan bin, interessiert mich das eher weniger. Blitztausch. Ja, 707 Blitzmützen haben wir mittlerweile. Ich könnte Cresselia blitzen, mache ich aber nicht. Denn ich glaube nicht, dass ich Cresselia aktiv spielen werde, sondern fürs Psychoteam dann doch eher auf, muss mal hier gucken, also klar, Capofala, logisch, und eventuell dann Lunala und Meloetta gehe. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich weiß, Deoxys wäre natürlich auch noch cool, aber ja, habe ich halt noch nicht. Da fehlen mir dann noch ein paar Diamanten. Wir gucken mal hier ganz schnell verbessern. Ich denke, das sollte kein Problem sein. Wir gehen einfach auf, was gehen wir denn? Wir gehen auf hier, das Grodan und ballern das Ding ein Level hoch und dann haben wir auch die Mission abgeschlossen.
nehmen hier uns die Belohnung mit und hier 10-mal irgendwas. Da machen wir auch ganz klassisch, wie immer bei Capofala, einfach Stück für Stück die Freundschaft so ein bisschen. Normale Instanzen bringen mir sonst sowieso nichts. Haben wir 3 von diesen Schildkrötensuppen bekommen. Ist jetzt nicht das Wahre, aber immerhin besser als nichts. So, dann haben wir auch die Mission schon abgeschlossen. Winkelkatze nehmen wir einmal mit. Die 10 Dias investieren wir. Haben ja Dreifach-Crit. Nehmen wir natürlich gerne mit. Zack. Und dann natürlich die Elite-Instanzen. Wie jeden Tag, ganz wichtig. Das ist echt so. Ich rate das mittlerweile täglich durch. Und ich merke wirklich die Kraft. Oh, jeden Tag gibt es Erfolge, was die Kraft betrifft. Es wird immer mehr und immer krasser. Läuft einfach mittlerweile. Wir kaufen auch mal hier schnell noch die Energie. Damit wir auch das haben, werden wir sowieso irgendwie ausgeben. Die Teile sind auch ziemlich geil für Boreas. Da machen wir mal ganz fix Autodurchbruch. Mich würde interessieren auch, was habt ihr so getrieben zu Weihnachten? Klar, droppt gerne mal in die Kommentare. Hattet ihr Spaß? Was habt ihr so bekommen? Einfach mal ein bisschen Infos droppen. Ne? Bei mir war es echt schön. Ich habe meine Cousinen alle mal wieder gesehen seit langem und meinen ja, neugeborenen Cousin, der mittlerweile auch schon 4 Jahre alt ist. Ich habe die ewig nicht gesehen, gefühlt 7 Jahre oder so. Also schon ein ganz schönes Stück und war ein freudiges Wiedersehen mit, ja, schön der ganzen Family und viel Action, ne? Viel Anstrengung, aber hat sich gelohnt. War wunderschön und jawohl. So, nee, ich bin hier falsch. Eigentlich will ich ja nur Auto durchbrechen machen. Zack. So, ganz automatisch. Ich denke, ich werde das auch kurz überspringen. Drakai, ist halt nervig, weil den werde ich nicht schaffen. Der ist mittlerweile echt ziemlich stark mit seinem Arceus. Das ist halt ein Biest, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat, aber das plättet mich halt einfach jedes Mal. Ja, es ist nicht so wild. Wir stoppen das hier und fordern das Ding einfach neu heraus. Ist mir jetzt egal. Ich will da lieber ein bisschen anziehen, damit das auch nicht so lange hochlädt. Ich habe nämlich noch einiges zu tun heute und wenn es gerade hochlädt, dann kann ich nichts am PC machen, was Internet betrifft, weil sonst hängt sich das manchmal auf und das ist dann nervig. Dann braucht es noch länger und ja, solche Probleme habe ich. So, die letzten 3 Fights hier. Das sollte eigentlich alles kein Problem mehr sein. Leani nehmen wir noch mit und dann den Champion. Mal gucken, wer der Champion ist. Kenny mit seinem Pflanzenteam. Aber auch hier keine Chance. Zack. Und dann haben wir auch die Pokeliga für heute erledigt. Wildnis, das ist eher das geringste Problem. Einfach dreimal hier überfallen. Zack. Kombi-Karten sind immer gern gesehen. Ich bin gerade dabei, wirklich das Wohlwollen meiner Top-Pokémon alle auf das Max-Level zu bringen. Und da feile ich gerade an Dragoran, denn Dragoran muss auf Kombi 20 für, ich glaube, Celebi, damit die Initiative noch ein bisschen ge gesteigert wird. Ballern wir gleich rein. Hat sogar gereicht. Ja, nice. Hat genau gereicht für eine Plusstufe. Sehr schön. Haben wir das Ding plus 17. Wir gehen einmal in die Abenteuer, in die Experten rein. Und schauen mal, dass wir hier ein paar von diesen komischen Kapseln bekommen. Am besten davon ganz viele. Wir überfallen hier dreimal. Und eine, okay, wenigstens eine. Und ich würde sagen, wir machen das gleich nochmal, denn ich habe bis jetzt noch keine. Eine, zwei. Ah, schade. Ich hoffe immer, dass 2 kommen, aber meistens kommt nur eine. Wir können gucken, ich glaube 100. Ja, solange es nur 100 kostet, machen wir das. Wir müssen ja sowieso noch auf den Dia-Verbrauch kommen heute. Deshalb ist das schon noch worth hier. Ich glaube, jetzt kostet dann eh schon mehr. Mal gucken, ja, 150, das ist es mir nicht mehr wert. Dann gucken wir lieber, dass wir hier noch ein paar Sterne bekommen. Wie gesagt, ich baller momentan hier durch, einfach damit ich die Fähigkeiten schnell zusammenkriege. Haben hier sogar noch einen bekommen, sehr gut. Hier haben wir jetzt mittlerweile die 860, fehlen uns noch ein paar. Logisch, die Kisten würde ich gerne mitnehmen und auch die Kombikarten nehme ich gerne mit. 2000 Dias heute auszugeben, ist meiner Meinung nach nicht so sinnvoll. Wir können auch mal hier reingucken in den fatalen Gegner zum Beispiel, da haben wir heute auch noch nichts gemacht, das nehmen wir alles mal hier schnell mit. Haben wir so eine komische Photon, Röntgen, was auch immer, Kanone bekommen. Löschen das alle mal. Wir sind hier auch auf einem ziemlich hohen Fesselwert mittlerweile schon, ich und Mia eh. 1851 ist schon nicht schlecht, würde ich jetzt mal so behaupten. Geschenk kriegt dann natürlich auch der Gute und dann schreiben wir ihm auch nochmal ein paar schöne Sachen. Ich mag. Da wird er sich bestimmt freuen, dass ich Züge mag und dann können wir das auch für heute wieder abschließen. So, das haben wir. Duellturm habe ich vorhin ein bisschen gemacht. Das ist jetzt eher unwichtig. Da mache ich später vielleicht noch ein bisschen Duell. Mache ich kurz vor knapp, damit ich hier noch den richtigen Platz kriege. World Tournament
Ist auch schon durch. Erkundungen. Yep, da nehmen wir einfach mal an hier. Das sieht gut aus. Arenen. Haben wir heute noch nicht gemacht, glaube ich. Jawohl. Nehmen wir hier auch mal schnell mit. Das ist immer gut. Dann können wir auch gleich noch den ganzen Stuff öffnen, den ich hier heute mir zusammengesammelt habe. Und noch schön pushen. Das macht mir auch am meisten Spaß. Immer hier schön die Kraft optimieren und hochballern. Ich habe mir auch überlegt, für die nächste Zeit, da ich doch recht viel zu tun habe, es kann sein, dass ich die Videos ein bisschen verändere. Also die Dauer, wann was kommt. Eventuell wird es nicht mehr jeden Tag ein Video geben, sondern, also ihr habt es wahrscheinlich auch selber schon bemerkt, dass ich es in der letzten Zeit einfach nicht hingekriegt habe, jeden Tag ein Video zu machen. Ich denke, ich werde mich da erstmal auf 5 Videos die Woche beschränken. Ich weiß noch nicht genau, welche Tage ein Video sein wird und welche nicht, aber das werde ich euch dann noch früh genug mitteilen. Aber so erstmal der Stand der Dinge. Es wird etwas weniger von den Videos, weil ich einfach, ja, ich muss ein bisschen mich auf meine Prüfungen vorbereiten und ich habe auch noch andere Interessen, die momentan einfach ein bisschen mehr im Vordergrund stehen. Ich möchte ein bisschen mehr lesen wieder, ich möchte wieder ein bisschen mehr rausgehen. Ja, und dafür brauche ich natürlich Zeit. Und wenn ich arbeite, Videos mache, dann ist der Tag eigentlich schon vorbei. Und da muss ich muss meine Zeit ein bisschen mehr und ein bisschen besser einteilen. Deshalb nur noch 5 Videos die Woche. So, Belohnungen, das nehmen wir mit. Kristallmai später haben wir gesagt, das ist fertig. Geheimgebiet, heute ist tatsächlich der Regengewitter für Leute, die gerne ein Lugia haben. Oder ich weiß, gibt es mittlerweile auch noch was anderes Interessantes beim Regengewitter? Müssen wir nochmal gucken. Zumindest nichts, was hier steht. Vielleicht gibt es noch ein paar neue Pokémon. Wer weiß, ich werde später auf jeden Fall das ein oder andere Ticket nochmal raushauen. Jetzt nicht fürs Video, aber einfach so für mich. Vielleicht auf, ja, so auf, ich denke, ich werde auf 100 Tickets runtergehen. Vielleicht kriege ich dann noch was Schönes. So viel dazu, da können wir heute auch nichts machen. Wildnis ist fertig. Nestjagd steht jetzt auch nicht mehr an. Champions League mache ich später nochmal ein bisschen. Und jawolla, dann können wir uns dem Pushen widmen. Da warte ich ja schon den ganzen Tag drauf. Da freue ich mich ja schon den ganzen Tag drauf. So, das nehmen wir alles mit hier. Alles, was hier im Rucksack ist. Cash ist immer gut. Die Beeren nehmen wir auch mit. Upp. So, sind auch hier fast schon Level 39. Das freut mich ziemlich, weil dann sind wir dem Latios wieder ein Stück näher. Und es sieht halt einfach geiler aus, auf einem Latias zu reiten, als auf so einem komischen Despotter. Also meiner Meinung nach. Das nehmen wir auch nochmal mit. Das nehmen wir hier mit. Zack. Und ich mache das hier gerade alles einzeln. Why? Why? So, kriegen wir nochmal Zaubermuster 3. Sehr schön, haben wir auch noch ordentlich Koffer am Start. Da muss ich mich auch nochmal ransetzen, denn ich würde gerne schon mal ein paar Platin-Sets vorbereiten, die nächsten, für die nächsten Level. Es ist ja bald soweit. Dann habe ich es geschafft und kann. Also, was heißt bald? 95 ist schon noch ein kleines Stück, aber bald in naher Zukunft, ja, kann ich die Platin-Dinger tragen. Haben wir hier sogar etwas Goldenes gekriegt, das schauen wir uns gleich mal an. Vielleicht können wir da was Nettes austauschen. Poliersteine machen wir auch gleich. 10 Versuche für Capofala. Vielleicht schaffen wir den Spezialangriff-Durchbruch endlich mal. Kombi für Dragoran, Durchbruch, das ist eher unwichtig. Mega-Entwicklung, jawoll! Mega-Entwicklung machen wir auch noch schnell. Wir müssen nochmal ganz kurz hier in die Bilder reingucken. Ich kann das jetzt so spontan nicht sagen, welches ich denn mega entwickeln will. Bibor gibt Verteidigung, das gibt KP, unwichtig, unwichtig. Ich will irgendwas, was Damage gibt oder Damage oder Speed. So, oder Gyarados. Oder Gyarados. Einfach um die 200 Diamanten einzusammeln von der einen Mission noch. Mewtwo haben wir nicht, das gibt KP, Verteidigung, Angriff, das Potter, das sieht alles nicht überzeugend aus, muss ich hier mal schon gestehen. Das wäre eine Möglichkeit, Votenso. Oder auch. Ja, Latias könnte ich mega entwickeln, tatsächlich. Ich glaube, wir mega entwickeln heute Latias, denn ich habe ja jetzt Latias mit dem perfekten Wesen. Ne? Da könnte ich mir die 1,2% Initiative schon snacken, ne? Plus Int, minus Angriff ist das Richtige. Wir gehen auf die Entwicklung. Oh, okay. Die Freundschaft passt nicht. Alles passt, bis auf die Freundschaft. Wir ballern mal hier schnell auf Level 30. Vielleicht kriegen wir das noch hoch. Wäre natürlich schön. Sehr schön. Wir haben alles Nötige und können hier Freundschaft 30 machen. Nice. Und auch dann die Mega-Entwicklung. So. Die mystischen Steine, da haben wir echt massig von mittlerweile. Und nicht lang schnacken, einfach rein da. Und wir begrüßen unser Mega-Latias. Sieht ja jetzt noch mehr aus wie ein Düsenjet, aber jawohl. Die 1,2% Initiative nehmen wir gerne mit und
So gefällt mir das doch schon sehr gut. Vielleicht kann ich da irgendwann in einer Drachen-Kombo spielen. Wer weiß. So, polieren, polieren, polieren. Damit fangen wir an. Erstmal hier diese Items weg. Ah, Capufala, komm her. Du brauchst unbedingt den Spezialangriff. Durchbruch. 11 Versuche haben wir hier. Eventuell klappt's ja. Ich habe es die letzten Tage auch immer versucht. Alle Poliersteine fließen momentan in das gute Capufala. Ah, heute leider nicht. Nicht so schlimm. Die nächsten Tage dann vielleicht. So, das können wir hier noch reinmachen. Und jawohl, das haben wir geschafft. Dann können wir hier nochmal Dragoran die Kombikarten geben. 90 Stück. Reicht immerhin für so ein paar Punkte. Durchbruchskarten waren nicht aktuell. Dann schauen wir hier drauf. Haben wir nicht genug. Okay, da brauchen wir wieder Energiekristalle. Arenen. Da können wir leider nichts einsetzen, weil wir haben einen orangenen gekriegt, einen goldenen, den wir leider schon haben. Ja, ihr seht hier Spezialverteidigung, was geht da ab? Ich habe so viele Kerne von denen. Ich bräuchte mal Initiative oder irgendwas Sinnvolles. Ja, aber gut. Aber gut, aber gut. So, das verkaufen wir, das verkaufen wir. Alles, was wir nicht mehr haben wollen. Also ich benutze nur noch lilane und goldene mittlerweile. Der Rest wird bei mir gnadenlos umgewandelt in die Punkte. Hier können wir nochmal einen wegmachen und jawohl, so passt das doch sehr gut. Was können wir verbessern? Wir nehmen hier schön KP einmal. So, hier nehmen wir mal die Punkte noch mit. Das nehmen wir mit. Und auch hier noch eine Stufe höher. So, Fähigkeiten. Heute 106 Punkte. Da gehen wir natürlich in den Damage rein. Wir können einen Punkt in den Normalangriff ballern und den Rest. Mal gucken hier, in was investiere ich das? Ich glaube, ich gehe, ja, hier volle Kanne in den Spezialangriff. Alles, was ich habe. Jawohl. Und dann können wir auch hier prozentuell nochmal den Schaden erhöhen in der Zukunft. Weil wir sind hier fast schon voll mit den Bäumen. Der untere ist komplett voll. Der mittlere, zieht sich ein bisschen, weil hier kritischer Treffer ist so teuer. Aber ja, lohnt sich. Früher oder später wird das natürlich vollgeballert und dann kann ich mich auch diesen Bäumen hier widmen. Na gut. So. So viel dazu. Z-Bahn schauen wir auch nochmal ganz kurz drauf. Eventuell. Nee, okay. Nevermind. Ich könnte hier noch ein bisschen was machen, aber ich hab mittlerweile damit aufgehört, hier diesen ganzen Kram umzuwandeln. Das mache ich vielleicht irgendwann mal, wenn mir noch ein bisschen was für ein Level-Up fehlt. Aber ich werde einfach die Dinger so lassen, wie sie sind. Und wenn ich welche kriege, wandle ich es um. Und wenn nicht, dann nicht. Hier kann ich euch aber trotzdem noch ein bisschen was zeigen. Ich habe hier stark poliert. Also wirklich, ich habe ordentlich nochmal reingebuttert. Hatte ein paar hier von diesen Meteoriten und habe so gut wie alles eigentlich jetzt über 80%. Hier noch nicht ganz, da werde ich mich vielleicht gleich nochmal kurz dran setzen. Ah, hier auch noch nicht, aber immerhin schon mal 2 über 90, das ist auch ziemlich nice. Hier, das ist auch richtig sick. Das sieht auch schon recht gut aus und auch hier finde ich die Prozente sahnig. Das sperren wir mal ganz kurz. Wir haben 3 Versuche, warum nicht? Zack, zack und zack, leider nicht. Also übernehmen wir da auch nichts, sondern lassen das so, wie es ist. Eigentlich kommt morgen wieder ein Video von meinem Account, aber da dieser Plan ja sowieso überarbeitet wird, ist mir das egal. Deshalb wird morgen, denke ich, LOL kommen. Eine Runde Feed mit Freunden. Wer Bock hat, gerne einschalten. Haut Rinsen mit einem Grinsen und bis dann. Ciao, ciao.